Und damit guten Morgen aus Nagoya. Herzlich willkommen in Nagoya. Wir sind jetzt 2 Tage in Nagoya. Okay, reicht. Was steht heute auf dem Plan? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Schloss und dort werde ich mich mit 2 japanischen Freunden treffen, die ich schon 1 Jahr lang nicht mehr gesehen habe. Und deswegen weiß ich nicht, wie das heute mit dem Vloggen wird. Wir werden mal sehen, wie das dann wird. Ich werde natürlich auch gern viel mit Ihnen erzählen, einfach weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Deswegen kann es sein, dass es heute eher ein bisschen mehr szenische Aufnahmen gibt. Und ja, danach geht es dann in Richtung Innenstadt. Und ja, wir schauen einfach mal, was das heute so wird und wie mir Nagoya gefällt. Oasis 21, einer richtig coolen Shopping Mall. Am nächsten Morgen und ich war gerade auf dem Weg zum Konbini und da ist mir aufgefallen, dass ich das Video gestern nicht richtig beendet habe und das wollte ich jetzt einfach nochmal nachholen. Und zwar waren wir, nachdem wir im Oasis 21 waren, dann noch in einem Stadtteil von Nagoya, der sich Osu nennt. Und irgendwie war Osu wie so eine Mischung aus Harajuku, Akihabara und Asakusa alles zusammen so ein bisschen. Also es ist so eine Art Szeneviertel hier in Nagoya. Es war irgendwie ganz interessant, das zu sehen. Ich hoffe, das Video hat euch heute trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so viel vor der Kamera geredet habe, wie so in den letzten Videos. Aber ich habe noch eine kleine Ankündigung, die ich machen wollte. Und zwar habe ich ja geplant, nochmal ein Japan-Q&A zu machen. Das heißt, ihr dürft mir nochmal alle Fragen stellen, die ihr zum Thema Japan habt, zu meinem Aufenthalt hier allgemein. Einfach alle Fragen hier in die Kommentare oder auf Twitter mit dem Hashtag FragAnsu, wie beim letzten Mal. Und dann werde ich mal schauen, dass ich in meiner letzten Woche, in der ich in Tokio bin, diese Fragen dann alle noch irgendwie beantworte. Damit beende ich das Video von gestern sozusagen heute früh. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise für mich in ein paar Stunden. Es ist einfach mal krass, wie wenig Menschen in Nagoya an dem Bahnhof sind. Unglaublich.